Liebe Zuschauer, Sie sehen es wahrscheinlich schon, wir befinden uns in der Duisburger Innenstadt auf der Königstraße, um genauer zu sein. Wir testen heute das freie WLAN-Netz in der Innenstadt. Ausgestattet sind wir natürlich mit einem Smartphone, einem Tablet und natürlich einem schlauen Klemmbrett, wo drauf steht, welche Spots wir heute abklappern. Und als erstes steht auf dem Plan am Buchenbaum. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Seit Anfang August bietet ein bekannter Kabelnetzbetreiber in rund 100 Städten öffentlich zugängliches WLAN an. Mit anderen Worten, kabellosen Internetzugriff. In Duisburg gibt es 18 Zugangspunkte und 3 davon testen wir heute. So, liebe Leute, wir stehen jetzt am ersten Hotspot und zwar am Buchenbaum 45. Ich habe keine Ahnung, warum gerade hier ein Hotspot hin musste. Man sieht vielleicht im Hintergrund den Hauptbahnhof noch, aber ich glaube, der ist ein bisschen zu weit entfernt, dass man da noch ein bisschen was vom Hotspot mitbekommt. Wir probieren es jetzt einfach mal aus, erst auf dem Handy und dann auf dem Tablet. Ich bin gespannt. Dafür stellt man sein Handy auf WLAN um und nimmt unter den möglichen Einwählmöglichkeiten Unity Media Public Wi-Fi Spot. Dann den Browser öffnen und auf www.unitymedia.de gehen. Da werden dann alle weiteren Schritte erklärt. Per SMS wird die Handynummer authentifiziert und so erhält man auch einen Zugangscode. Beides auf der Unity Media Seite eingeben und fertig. Mit den gleichen Daten logge ich mich auch mit meinem Tablet ein und zum Test rufen wir natürlich unsere Internetseite auf. Dann ziehen wir jetzt mal das Fazit. Vielen Dank für das Klemmbrett. Am Buchenbaum, da gibt es eine 3 von mir, befriedigend, weil wir konnten unsere Internetseite aufrufen. Das heißt, wenn man irgendwas ergoogeln oder erfragen möchte im Internet, dann geht das. Allerdings hat der Anmeldeprozess insgesamt ziemlich lange gedauert. Da sollte man sich Zeit nehmen. Und auf dem Tablet gab es nur 2 von 4 Strichen. Das heißt, die Verbindung war nicht so gut, obwohl wir hier direkt am Hotspot standen. Naja, wir gehen jetzt einfach mal zum nächsten Spot. Aber vorher möchte ich noch ein paar Fragen zum Thema freies WLAN klären. Dafür wende ich mich an den IT-Experten Bastian Feldkeller. Bastian, in Duisburg gibt es jetzt 18 WLAN-Hotspots und man kann da mit 10 Mbits pro Sekunde und einem Datenvolumen von 100 Megabyte surfen. Ist das viel? Das ist abhängig davon, was ich tue. Ich kann mir jetzt ein Musikvideo anschauen, dann ist mein Datenvolumen schnell erschöpft oder ich kann aber auch tonnenweise Mails abrufen, denn Mails verursachen nicht viel Traffic. Ja? Also ich sag mal, man könnte in so einem WLAN auch ein bisschen mehr Traffic zur Verfügung stellen. Wer haftet denn bei illegalen Aktivitäten? In der Regel ist das so, dass ich mich mit meiner Handynummer authentifiziere und demnach ist dann auch mein Handy zuordnenbar. Also man kann immer die IP-Adresse einer Handynummer und damit einer Person zuordnen. Wenn du jetzt sagst, die haben auch Zugriff auf meine Handynummer, wie sicher sind denn überhaupt meine Daten im Allgemeinen, wenn ich in so einem öffentlichen WLAN-Netz bin? Das hängt immer davon ab, was für einen Dienst ich einsetze. Ja, also im Internet ist das sichere Protokoll HTTPS. Das ist das Minimum, auf das ich achten sollte. Dann ist mein Verkehr, also der Internetverkehr zwischen meinem Browser und Facebook verschlüsselt. Ja, das ist erstmal Basisgrundschutz. Mit dem Wissen mache ich mich auf zum zweiten Hotspot. Der liegt zu Fuß ungefähr 10 Minuten vom ersten entfernt. Wir befinden uns jetzt hier auf der Gallenkampstraße. Das ist in der Nähe vom Kantpark und eine Parallelstraße zur Friedrich-Wilhelm-Straße. Jetzt probieren wir etwas aus, was viele wahrscheinlich nutzen, und zwar Facebook. Ist man einmal eingeloggt, braucht man sich nur noch einwählen. Die Zugangsdaten sind 2 Jahre lang gültig. Wir versuchen jetzt etwas auf Facebook zu posten. Und was bietet sich da besser an als ein Selfie? So, das Bild ist gepostet, das bedeutet, es funktioniert. Facebook funktioniert also optimal hier. Außerdem hatten wir hier 3 von 4 WLAN-Strichen, das heißt, optimaler Empfang, es funktioniert. Ich würde sagen, da gibt es doch eine gute Note. Und zwar eine 1. Weil alles so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Außerdem hat es sich ganz automatisch ins WLAN-Netz eingeloggt. Wir gehen zum nächsten Punkt.
Dieser führt uns direkt in die Altstadt. Wir befinden uns jetzt am dritten und letzten Standort, den wir heute testen, auf der Universitätsstraße 30, direkt hinter dem Stadtfenster. Und wir versuchen jetzt mal ein YouTube-Video abzuspielen. Das bedeutet viel Datenvolumen, deswegen bin ich gespannt, ob das Ganze funktioniert. Und wo lässt sich das am besten testen? Natürlich auf dem Studio 47 YouTube-Kanal. Mal schauen, ob sich die News von gestern abspielen lassen. Tatsächlich, mit Ton und in Farbe. Es funktioniert. Vielen Dank. Deshalb gibt es jetzt in der Benotung eine besonders gute Note, und zwar eine 1+. Das ist doch mal ein Zeugnis, das sich sehen lassen kann. Ich würde sagen, jetzt steht dem Surfen nichts mehr im Wege.